Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Stories Cyber Sleuth. Wir haben letztes Mal mit Kyoko gesprochen und sie hat uns die Positionen einiger königlicher Ritter nennen können. Einer davon ist Magnamon und er befindet sich hier im Digital Shift von Shibuya. Wir haben uns auch im letzten Part schon recht weit vorgearbeitet. So weit, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen erstmal Schluss, denn ich denke, der Bosskampf wird, recht bald kommen. Da kann ich mitmachen, ich habe auch eins davon. Ich hatte, glaube ich, Lilimon war das, glaube ich, aus dem Team genommen und mir gedacht, packen wir jemand anderen rein. Einfach für die Abwechslung. Aber ich glaube, das muss ich ja nicht nochmal extra erwähnen. Ihr seht ja, wenn meine Digimon ausgetauscht sind. So oder so sind wir jetzt quasi im nächsten Dungeon und ich denke eigentlich schon, dass wir bald durch sind. Also so unendlich riesig, dass man wirklich stundenlang dort unterwegs ist, sind die Dungeons ja sowieso nicht in diesem Spiel. Das lang zumindest nicht. Und dementsprechend denke ich auch einfach mal, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir auf Magnamon treffen. Vielleicht will es ja auch gar nicht kämpfen. Das würde mich zwar überraschen, aber wer weiß. Wobei, verteidige du dich einfach mal. Du machst sowieso nicht viel Schaden. So. Das schon mal ein bisschen eher. Ich glaube, verteidigen nutze ich irgendwie nie. Aber man sieht schon, es hat kaum Schaden bei ihr gemacht. Also Lilamon ist für mich schon eindeutig weiblich. Ja, das reicht jetzt sogar. Okay. Also den Verteidigen war jetzt vielleicht ziemlich unnötig, aber ich wollte es einfach mal ausprobiert haben, wie viel Schaden das dann wohl macht. Sehr schön. Also es würde mich halt echt überraschen, wenn Magnamon nicht kämpfen möchte. Andererseits, Gallantmon ist ja auch automatisch auf unserer Seite gewesen. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass die anderen wirklich überzeugt werden müssen. Vor allen Dingen natürlich so Leute wie Dynasmon oder auch, ich habe den Namen vergessen, das Digimon, was so extrem destruktiv ist, laut Kyoko. Ich glaube, da müssen wir uns schon ziemlich reinhängen. Da reichen bloße Worte nicht. Was ich allerdings gut gefunden hätte, gut, Arata hat ja Kyoko gesehen, aber ich hätte vielleicht gerne auch mal Yuko und Nokia Bescheid gegeben. Weil ich meine, die haben sich mit Sicherheit auch Sorgen gemacht um Kyoko. Und gerade Nokia, die ja eben auch eigentlich die königlichen Ritter ausfindig machen möchte, zusammen mit Omnimon. Also da wäre es vielleicht echt gut gewesen, so, hallo, wir haben Anhaltspunkte. Aber gut, dann halt nicht, ne? Und das Gift hat ihn besiegt. Gut. Na, wir leveln hier echt ganz gut. Ich hoffe, die bei der Farm leveln auch gut mit. Dann können wir vielleicht nach dieser Mission sogar eventuell möglicherweise unsere ersten Digitationen aufs höchstmögliche Level sehen. Das wäre echt toll. Weil ich weiß, es ist irgendwie so ein seltsames Gefühl. Ich mag das nicht, wenn ich genau weiß, ich bin halt noch nicht am Ende angekommen. Also ich habe das ganz gerne, wenn meine Digimon dann wirklich auf dem höchsten Level sind und ich dann quasi, ja, nur noch da normal leveln muss. Das finde ich dann schon ganz schön. Also wie mache ich es denn hier jetzt am schlausten? Ich weiß halt nicht, was Magnamon für einen Typ hat. Aber ich würde mal sagen, wir tauschen so ein bisschen aus. Ich habe halt nur ein Serum-Level in Digimon mitgenommen, warum auch immer. Deswegen bleibst du auf jeden Fall auch vorne. Und ja, dann schauen wir mal. Ich kann ja noch mal kurz ins Digilab und mich komplett heilen, wollte ich sagen. Wir können aber natürlich auch erstmal euch angreifen, ist kein Problem. Vielleicht könnte ich auch die ersten Digimon jetzt schon digitieren lassen, aber ich glaube, das mache ich dann halt, seine Spezialattacke, dann echt erst, wenn ich mit Magnamon fertig bin. So, auf deine Digitation freue ich mich auch schon sehr, weil Taumon ist zwar episch, aber ich mag dann doch Sakuyamon wesentlich lieber. Dass es zu Sakuyamon werden wird, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, aber ich glaube, das war ziemlich offensichtlich. Ich könnte ja rein theoretisch auch nochmal gucken, ob ich vielleicht nur vorsichtshalber noch einen Serum-Level-Digimon mitnehme. Wahrscheinlich Zudomon. Weil Angewomon quasi zu viel Platz wegnimmt. So, für den Fall der Fälle. Dann nochmal bitte einmal aufheilen. Und dann sind wir, glaube ich, gut vorbereitet für den Kampf. Hoffe ich. So. Aber noch sind wir wohl nicht da. Hi. Ich könnte natürlich auch aus den Kämpfen immer fliehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir zu blöd.
Also die Erfahrungspunkte nehme ich natürlich mit, gerade jetzt so in Digimon, wo es irgendwie oft so ist, dass du sehr, sehr lange einfach nur Story hast und gar nicht wirklich dazu kommst zu trainieren. Also gerade dann finde ich es doch unglaublich wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, gegen die Gegner zu kämpfen. Und genau das mache ich auch. Auch wenn meine normalen Angriffe irgendwie kaum Schaden machen. Aber ich will auch nicht so viel SP verschwenden gerade. Das ist so schön, diese ganzen Level-Ups zu sehen. Das macht mich glücklich in irgendeiner Art und Weise. So. Achso, wir dürfen auch wieder über die Schienen drüber. Ähnlich wie mit Arata zusammen. Aber diesmal sind wir leider alleine. Ich frage mich auch, ob es hier wieder einen Iter gibt. Ah, da ist Magnamon. Weil es ist ein Digital Shift, also eigentlich müsste es hier auch einen Iter geben. Vielleicht taucht der noch auf. Ich frage mich nur, diese Formation, die haben wir auch im letzten Digital Shift schon gesehen. Was ist das da oben? Es hat was von so einer Hand oder so. Aber da haben wir zumindest Magnamon. Ein sehr episches Digimon. Epische Musik auf jeden Fall. Ich hätte gerne Omnimon dabei, das wäre vielleicht ein bisschen überzeugender. Episches Design natürlich auch. Und ja, du willst, dass ich dir helfe, diese Welt zu beschützen? Tut mir leid, aber darauf kann ich dir jetzt noch keine Antwort geben. Ganz ehrlich, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Digital World が Eater に食い荒らされたのは、人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。Die Zerstörung, angerichtet durch die Eater in unserer Welt, wurde durch das Cyberspace verursacht, das die Menschen kreiert haben. 人間の心が歪んでいるから、あんな醜い化け物が生まれたのだと、多くのデジモンたちは考えています。Viele Digimon glauben, dass der Grund für die Geburt solcher abscheulichen Wesen im menschlichen Herzen zu finden ist. Wenn das wahr ist, stellen die Menschen eine Gefahr für alle Welten dar. In diesem Fall wären Leopardmons Absichten korrekt. Ich kam hierher und fand heraus, dass Digimon als Werkzeug von bösen Menschen benutzt werden. Aber es gibt auch Menschen wie dich, die daran arbeiten, diese Situation zu lösen. Ich verstehe euch Menschen nicht. Auf welcher Seite steht ihr? Ich habe auch einige Verbündete gehabt. Als die beiden Welten sich vereinigt haben, habe ich meine kleinen Verbündeten hergebracht, um sie vor den Itern zu beschützen. Leider wurden wir aufgrund des Chaos voneinander getrennt. Sind immer noch so jung und zerbrechlich. Sie wurden vielleicht von bösen Menschen gefangen genommen. Würde ihnen etwas passieren, würde ich das der menschlichen Rasse niemals verzeihen. Ich werde meine Position der menschlichen Rasse gegenüber basierend auf ihrem Schicksal bestimmen. Ach, Nokia. Wie immer, perfektes Timing oder auch nicht. Warte! Super, gerade rechtzeitig. Ich bin zur Agentur gegangen und Kyoko sagte mir, ich sollte hierher kommen. Du bist Magnamon? Ah, ich habe nach dir gesucht. Das hast du? Schaut, wir haben ihn endlich gefunden.
Die beiden gehören zu ihm. Oh, wie gut. Die haben wir ja schon gerettet. Magnamon! Mina! Wujidattan desu ne? Ihr seid hier? Und es geht euch gut? Magnamon! Nokia-tachi ga... Kono ningen-tachi ga... Bokura o taskete kureta-n da. Magnamon, diese Menschen, Nokia und die anderen, haben uns gerettet. Taskete kureta? Ningen ga... Haben euch gerettet? Die Menschen? Yoyaku mitsuketa! Satsuga Kyoko-san da wa! Mou hotondo no Royal Knights no ibasho o haaku shite ta to wa! Wir haben dich endlich gefunden. Jetzt wissen wir, wo die meisten königlichen Ritter sind. Jetzt sind wir alle zusammen. Richtig, Omnimon? Omegamon! Omnimon? Omegamon! Anata, ningen to kodo wo tomo ni shite ita no desu ka? Omnimon, du arbeitest mit den Menschen zusammen? Sono tori. Magnamon, kimi ni nara wakaru hazu da. Ningen wo kiken na sonzai to kiri shiteru no wa machigatta sentaku da to. Das tue ich. Magnamon, du solltest verstehen, warum. Es ist falsch, sie als gefährlich abzustempeln und zu vernichten. Desuka. Bokutachi no sekai no ano sanjo wo tsukuri dashita no wa. Aber sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Welt verwüstet wird. Nokia tachi wa sono koto o shitta ue de genjou no gakkai o nozonde iru. Nokia und die anderen wissen das jetzt. Und sie wollen die Situation lösen. Digimon to ningen no sōhō o tasukeru tame, chikara o oshimasu tatakatte iru no mo mada ningen nano da. Die Menschen werden kämpfen, um die Digimon und die menschliche Rasse zu retten. Tashikani. Driftomon niyotte ningen ga horobosareba, Digimon tachi wa sukuwareru kamoshirenai. Leo Parkmon glaubt, dass ihre Zerstörung alle Digimon retten wird. Shikashi, kekka o isogu amari, wakari-aeru hazu no mono tachi o horoboshite ii to iu no ka? Watashi wa sou wa omowanai. Dennoch, ist es richtig, es zu überstürzen und die auszulöschen, die wir vielleicht doch verstehen könnten? Damit bin ich nicht einverstanden. Magnamon, boku tachi Nokia no koto ga daisuki. Issho ni iraretara Magnamon, wir lieben Nokia. Wir sind so glücklich, dass wir mit ihr zusammen sein können. Boku ga hiza o kakaete nayandeita aida, anata tachi wa hashiri, kodou shi, boku no nakama o sukutte kurete ita no desu ne. Während ich mir so viele Sorgen gemacht habe, habt ihr meine Verbündeten gerettet. Kodou sureba nan to ka naru. Sore o oshiete kureta no mo ningen, Nokia da. Wenn du handelst, dann wird alles klappen. Ein Mensch brachte mir das bei. Ein Mensch namens Nokia. Omegamon, mou juubun desu. Boku no mayoi wa haremashita. Omnimon, das reicht. Die Wolken der Verwirrung sind verschwunden. Moshi hito to no kyoutou ga Royal Knights no omei ni narou tomo, nakama o mamotte kureta on wa kaesanakute wa narimasen. Selbst wenn es den Namen der königlichen Ritter beschmutzt. Ich muss meine Schulden bei den Menschen zurückzahlen. Nokia-san, ningen to Digimon ga te o tori aeru yo, boku mo dekiru dake no koto o sasete moraimasu. Nokia, lass die Menschen und die Digimon zusammenarbeiten. Ich werde tun, was auch immer ich kann, um zu helfen. Arigato, Magnamon! Danke, Magnamon. Madoa sareru na! Oh nein, Dynasmon, dich kann ich hier nicht gebrauchen. Nokia? Watashi no sekkin ni kizukanu to wa. Funuketa na, Omegamon. Hast du meine Anwesenheit nicht gespürt, Omnimon? Ha, du Idiot. Dynasmon! Dynasmon? Magnamon. Yatsura no kangen ni mimi o kashite wa ikan. Magnamon, hör nicht auf sie. Digital World de warera ga Eater to tatakatta kunan no hibi o wasureta ka? Eater ni kuwareta nakama tachi no kumon no sakebi o omoidase. Hast du etwa unseren Kampf mit den Eatern vergessen? Oder die Schreie unserer gefallenen Kameraden, als die Eater sie verschlungen haben? Jegliche Chance auf ein Bündnis mit den Menschen verschwand in dem Moment, als sie ihr Cyberspace entwickelt hatten. Solltest auf unserer Seite stehen. Treu zum Wille King Drasils als ein königlicher Ritter. Moshimo Yggdrasil no ishi ga
彼女たちを傷つけろと命じるならば。Wenn es King Graziels Wille ist, dass ich diese Kinder verletze. 僕は従わない。仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。Dann werde ich nicht treu sein. Ich kann die Schuld, in der ich stehe, dafür, dass sie meine Verbündeten gerettet haben, nicht ignorieren. 理解できぬな。なぜ愚劣な人間どもの味方など。Ich verstehe es einfach nicht. Wieso tust du dich mit diesen idiotischen Menschen zusammen? 確かに、愚かな人もいるでしょう。でも、人はそれだけではない。Es gibt durchaus Idioten unter ihnen, aber sie sind nicht alle so. 苦境に抗い、仲間を救ってくれた彼らの、その輝きに、僕は賭ける。Ich würde eher auf ihre Heiterkeit setzen, dafür, dass sie meine Verbündeten gerettet haben. 逃走の果ての結末こそ、我が望みが良いわ。そんな。Also der Auftritt von Dynasmon war ein bisschen hart. Und dass Magnamon aber immer noch auf unserer Seite ist, finde ich super toll. Da freue ich mich total. Ich habe irgendwie echt erwartet, dass wir gegen Magnamon kämpfen müssen, nicht gegen Dynasmon. Das hat mich voll überrascht. Aber zum einen ist er riesig. Zum anderen tut er mir ziemlich weh. Aber wir haben Magnamon auf unserer Seite. Das finde ich super. Auf jeden Fall. So, du bist ein Datei-Digimon. Datei. Dateiler war Virus gut, richtig? Serum war gegen Virus gut. Virus gegen Datei und Datei gegen Serum, irgendwie so. Aber wenn ich auch sehe, wie viel Schaden Taumon sofort bekommen hat, gehe ich mal davon aus, dass es wirklich so ist. Das heißt, wir holen dich mal rein. Und Paldramon als neutrales Digimon. Na gut. Life Drain. Okay, das tut jetzt nicht so sehr weh. Du kannst dich zwar heilen, aber okay, Aura. Oh, du hast mich ein bisschen geheilt. Das ist nett, aber dieser Drachenatem, sag ich mal, der tut schon unglaublich weh. Aber ihm halt auch. Das ist so das Positive daran. Ja, das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Die Frage ist, wie viel Schaden das macht. Das macht schon einiges an Schaden. Also, es geht tatsächlich. Machen wir es mal so. Also dadurch, dass er sich halt selbst so viel Schaden macht, so viel Rückstoßschaden, und wir ihm halt sehr effektiv auch ziemlich viel Schaden reindrücken, geht's eigentlich. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich vielleicht gedacht hätte. Was bist du doch mal für ein Element? Siehst ziemlich neutral aus. Nehmen wir nochmal die Attacke hier. Ja, das macht auf jeden Fall Schaden. Du kannst jetzt gerne auch angreifen, aber ich glaube, Magnamon schützt uns eher. Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also Verteidigung erhöhen, warum nicht? Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, Paldramon, du kannst dich gerne auch mal kurz heilen, dass du mir nicht drauf gehst. Und du kannst gerne nochmal angreifen. Also es kam jetzt schon so ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir müssen wirklich gegen Magnamon kämpfen. Aber dass er wirklich sich mit Lopmon und Tokomon verbündet hat, das war jetzt doch wirklich sehr vorteilhaft für uns. Weil wir dadurch auf jeden Fall eine Trumpfkarte hatten. Und dass Nokia da im rechten Moment noch kam. Wow. Er hat sich selber platt gemacht. Applaus dafür. Also dass Nokia und Omnimon da noch kamen, also das war schon echt gut. Und der Kampf war jetzt auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Er hat zwar unnormal viel Schaden gemacht, aber wie man sieht, hat er sich selber gekillt. Ihr seid im Nachteil. Ich werde euch das zurückzahlen. Wie du möchtest. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Danke, Magnamon. Ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie glücklich ich bin, einen Freund wie dich zu haben, auf den ich so sehr zählen kann. Ich sollte dir danken. Du hast mir die Möglichkeit gegeben. Und ich werde immer dein Verbündeter sein. 何かあれば、いつでも呼んでください。
Ruf mich, wann auch immer du mich brauchst. So da. Hilfe als Zeichen, dass ich dir das hier geben kann. Oh, ja, Zeichen meiner Kooperation möchte ich dir dies anbieten. Okay. So, Magnamon, einer der königlichen Ritter, ist jetzt ein Verbündeter. Ich sollte zurück zur Agentur gehen. Und Bericht erstatten, natürlich. Kyoko wartet hier auch. So, ka. Magnamon ga nakama ni natte kureta ka. Kare wa Royal Knights ni okeru mamori no kaname. Kokoro zuyoi mikata ga dekita na. Verstehe. Magnamon ist nun ein Verbündeter. Er ist sein Anführer. Wir haben einen starken Freund gewonnen. Doste watashi ga konna ni mo Royal Knights nitsuite kuwashii no ka datte? Ha? Woher ich so viel über die königlichen Ritter weiß? Kangaete mo mitamae. Watashi wa tantei da. Muron, chousa shita ni kimatte iru. Denk nach. Ich bin Detektivin. Natürlich habe ich Nachforschungen angestellt. Hm. Chousa hōhō wo shiritai to iu no ka? Sore wa na. Ha? Du willst wissen wie? Nun ja, das... Kigyō-himitsu toyūkoto ni sasete morau yo. Izure sono gimon wa kaishō sareru to wa omou ga ne. Das muss ein Geheimnis bleiben. Ich bin mir sicher, deine Fragen werden früher oder später beantwortet werden. Das ist schon so ein kleines bisschen verdächtig, aber ich vertraue ihr auf jeden Fall. Gut. Oh ja, da ist alles fertig. Ah, oh, sie schließen die Schule morgen. Okay. Hast du jetzt noch irgendwas zu sagen? Ah, und jetzt soll ich nach Ueno zu Gankomon. Okay, haben wir denn in der Zwischenzeit noch Aufträge bekommen? Ui, ja, haben wir tatsächlich. Okay. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, mit den DLC-Quests, weil ich ja nicht wusste, wie die gekennzeichnet sind, das sind einfach die Lilanen. Das sind dann die DLC-Quests, weil ich habe mich schon gewundert, dass die irgendwie gar nicht ausgezeichnet worden sind. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Wikipedia schon wieder? Dann... Aha, im Broadway Card Shop. Und ein Auftrag von Kabuterimon. Okay, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal Aufträge beim nächsten Mal. Und übernächsten Mal. Weil wir hatten jetzt ja doch wieder einiges an Action und ich will ja auf jeden Fall die ganzen Aufträge auch machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So, dann lasst uns aber mal zusammen über die Digimon drüber gucken. Ach, du könntest sogar auch zu dem mittleren schon digitieren, aber das sollst du ja nicht. So, ui, du kannst auf jeden Fall zu Machine Ramon jetzt mittlerweile werden. Da sind alle Voraussetzungen erfüllt. Level 50, Max HP, Angriff, Verteidigung und Abi-Wert. Na gut, dann würde ich sagen, du wirst unser erstes Mega-Level-Digimon. Weil Machine Ramon ist schon ziemlich episch, auf jeden Fall. Ja, kennen wir ja auch schon von Yugo. Aber dennoch, Virus, Mega, Elektro, 18 Memory, okay. Kann aber noch ein paar mehr Items tragen, tatsächlich. Ja, das ist okay. Also das finde ich schon mal sehr, sehr episch. Aber ja, die können jetzt nur noch zurückdigitieren. Alles klar. Unser erstes Mega-Level-Digimon. Dann haben wir Machgarogamon. Das unterste war aber doch, Dings. Megagagomon, oder? Ich hatte, meine ich... Genau, ich hatte hier noch Rapidmon und Veregarurumon abgelegt. Genau, das ist auf jeden Fall Megagagomon. Dementsprechend sollst du dazu nicht werden, sondern zu dem mittleren. Das wird auf jeden Fall das Richtige sein. Level 55, Angriff und andere schöne Werte, alle auf den passenden Wert gebracht. Gut. So, willkommen im Team. Mirage Gaugamon. Wind und Datei. Ja. Also Mirage Gaugamon kennt man vielleicht aus der 5. Digimon-Staffel.
ist quasi auch die standardmäßige Digitation gewesen. Aber ich finde Mirage Gaogamon schon ziemlich episch, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Huch. Du kannst sogar nochmal. Ah, das ist bestimmt der Burst-Modus. Ah, okay. Natürlich, auch passend zur vierten Staffel kannst du doch in den Burst-Modus wechseln. Aber ich glaube, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Also wenn wir das irgendwann mal schaffen, okay, gerne, aber wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Gut, und Machine Ramon kennen wir ja schon von Yugo. Ist auf jeden Fall ein super Gefühl, jetzt die ersten Mega-Level-Digimon zu haben, definitiv. So, und auch Metal Greymon kann zu War Greymon werden. Nokia hat das Digimon ja schon recht lange, aber ich musste dann doch so ein paar Werte auf die passende Stufe bringen dafür. Episch! Definitiv! Ja, ich weiß, ich habe zu viel im Team. Sehr, sehr, sehr episch. Und du kannst natürlich auch noch zu Omnimon werden. Aber wenn ich das so sehe, Level 60, wir starten jetzt hier wieder bei 1. Abi ist 40, haben wir sowieso nicht. Und ich glaube, Omnimon möchte ich mir nicht machen. Also ich glaube, ich bin mit meinem WarGreymon schon ganz glücklich. So, Lilamon. Lilamon kann auch digitieren. Ihr seht, sowohl Lilimon als auch Lilamon, die können beide zu Rosemon werden. Und ich möchte mir auf jeden Fall ein Rosemon machen. Ich glaube, irgendwas anderes wäre noch Lotusmon, meine ich. Aber Lilamon wird auf jeden Fall, wie in der fünften Staffel von Digimon auch, zu Rosemon. Haben wir ja auch schon in dem DLC, in der DLC-Mission gesehen. Sehr, sehr, sehr episch auf jeden Fall. Du kannst wahrscheinlich auch in den Burst-Modus noch. Ja, auf jeden Fall. Gut, aber ob ich das jetzt mache, mal gucken. Dann Lilimon. Lilimon könnte natürlich auch zu Rosemon werden, klar, aber habe ich jetzt schon. Deswegen habe ich mich für diese Digitation entschieden. Ist ein bisschen ungewöhnlich, ja. Eigentlich ein anderes Digimon, was diese Digitation hier annehmen kann. Aber ja, ich mag dieses Digimon total gerne, deswegen will ich es auf jeden Fall auch haben. Drachi! Ja, das ist Magnadramon. Eigentlich eine Digitation von Gatomon. Gatomon kann ja, glaube ich, entweder, oder Angewomon, zu Ophalimon werden, glaube ich, oder zu Magnadramon. Deswegen ist es schon ein bisschen ungewöhnlich, dass wir jetzt quasi das aus Lilimon gemacht haben. Oh, ist sogar ein Serum-Digimon. Aber ja, ich mag es halt echt gerne. Drachi, da sehen wir es auch aus. Mega Kaputerimon, ernsthaft? Nein. Also Drachi ist schon sehr, sehr episch auf jeden Fall. Ich vermisse auf jeden Fall Lilimon und Lilamon, weil die beiden waren echt toll. Aber was will man machen? Gut, du kannst ja sowieso noch nicht. Bei dir fehlen auf jeden Fall auch noch ein paar Werte. Taumon braucht noch Level 55, okay. Tsudomon braucht auf jeden Fall auch noch ein paar Werte. Alles klar. Gut, Angewomon braucht auf jeden Fall noch Level 60. Einen gewissen Angriffswert und, ja, die Tür zur anderen Dimension muss geöffnet sein, was auch immer das heißt. Aber ich habe auch nichts dagegen, Angewomon und Lady Devimon noch ein bisschen zu behalten. Bei dir weiß ich gar nicht, wen von denen ich machen möchte. So oder so, egal welchen ich haben möchte. Ich denke mal, diese Fälle sind vielleicht DLC-Fälle. Das heißt, eventuell kriege ich diese Digimon sowieso erst kurz vor Schluss. Also das wird noch ein bisschen dauern. Wäre Garurumon. Also ich würde dich ja gerne eigentlich zum Metall-Garurumon in Schwarz machen. Weil du dann nämlich, glaube ich, Virus wirst, was gar nicht so verkehrt wäre. Aber auch da dauert es noch ein bisschen. Aber Rapidmon kann digitieren. Tiger Vespamon ist eine Auswahlmöglichkeit. Dann auch wieder Metall Garurumon. Aber wie im Anime auch, ich mag zwar die Digitation nicht so gerne, aber dennoch nehmen wir sie. Da haben wir unser Mega Gargumon. Ist wie gesagt jetzt nicht so mein Fall, aber ja. Es ist, wie es ist. Gut, ich glaube, dann habe ich alle digitieren lassen aus meinem Team. Ja, dann würde ich gleich nochmal durchschauen,
Auf jeden Fall. Boah, die nehmen aber auch richtig viel Platz weg. Das ist echt krass. Ich würde dann auf jeden Fall nach dem Part gleich nochmal durchschauen, wen ich im Team haben möchte, wen nicht. Und vielleicht auch bei der Ersatzbank-Digimon nochmal gucken, ob da irgendwer digitieren kann. Aber wir haben auf jeden Fall unsere ersten Mega-Level-Digimon. Da freue ich mich total drüber. Und dann können wir beim nächsten Mal erstmal noch ein paar Aufträge erledigen, bevor wir nach dem nächsten königlichen Ritter suchen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.